Momente zuvor. David Wolf unterhält sich mit Travis Turnbull. Alles friedlich. Bis das Business wirklich beginnt. Eishockey kann ganz schön paradox sein. Hey, you guys gotta do a better fucking job to keep him fucking off. That's fucking bullshit. Okay. Die Revanche lässt nicht lange auf sich warten. Ingolstadts Tough Guy Tim Conboy rächt seinen Kumpel. I've been trying to fight that guy for 2 years. And he never stepped up to the plate. And then he jumps Travis Turnbull and hits him when he's down on the ice, which is the most gutless thing you can do in hockey. So I've just seen enough, he needs to learn a lesson. I hope he did tonight. Ich denke, dass ich ein Tough Guy bin, der keine Angst vor anderen Gegnern hat. Wenn die fighten wollen, fight ich. Wenn es notwendig ist, fight ich. Jahre DEL, 20 Jahre Tough Guys. Das Bosman-Urteil sorgt Ende der 90er für ein Überangebot an billigen Fachkräften. Noch mehr harte Kerle für eine Liga auf Identitätssuche. 97, 98, 98, 99, also die ersten 3 Jahre gerade, wo ich dann auch das zweifelhafte Vergnügen hatte, Ligenleiter zu sein. Da gab es viele böse Fouls. Da hatten wir auch regelmäßig ein, zwei Goons pro Mannschaft, die nichts anderes gemacht haben, als irgendwelche Leute über den Haufen zu fahren. Wie er, John Crackhead, 1,85 groß, 91 Kilo schwer. Zwischen 1998 bis 2001 in Diensten der Nürnberg Ice Tigers. Bei ihm, du siehst, man fängt an, heiß zu sein. Er ist wie ein Krokodil, weißt du, er ist ruhig. Und das fängt an in ihm, Horn, Horn, auf einmal er explodiert. Die Schiedis war da, alles war wieder ruhig. Und auf einmal er denkt, ja, aber, und dann kommt diese Explosion. Aber einmal in Nürnberg kann ich erinnern, wo ich habe mich umgedreht und ich habe einfach jemand gehauen und den Falschen gehauen. Das war Craighead. Und der hat mich auch getroffen. Nach diesem kleinen Kampf auf Mais, ich bin runtergegangen und unsere Kabine war nicht offen. Und das Problem war, dass Craighead würde in den nächsten 20 Sekunden vorbeilaufen. Ich musste sogar meine Kabinentour abschließen, weil wir haben geduscht und ich dachte, nee, ich möchte nicht, dass der jetzt reinkommt und mich in die Dusche verprügelt. Berlins Urgestein Sven Felski hat in 20 Jahren ausgeteilt und eingestellt. Und Seidenberg muss hier noch einen knallharten Check einstecken. Und John Bell, das Sven Felski ausgerechnet am Haken und prügelt wild auf ihn ein. Er wollte wahrscheinlich Janik dann halt mehr oder weniger ein bisschen rächen und ja, hat sich dann vermöbelt, mehr oder weniger. Kurioserweise verstehen wir uns ja beide so richtig gut. Also das ist ja völlig verrückt, dass die Situation so war. Und das ist das Paradoxe. Einmal Freund, einmal Feind. Tough Guys wie David Wolf gehören zum Eishockey. Verstehen muss man sie nicht.